Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno. Folge 1. Der Mordfall Trixi Scheible. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Das Prinzip Mord, wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast, der anlässlich unserer Buchveröffentlichung im Emmons Verlag in Köln erscheint. Ja, David und ich, wir reisen seit 5 Jahren durch ganz Deutschland, kann man sagen, fürs ZDF. Wir drehen Dokumentationen über wahre Verbrechen, über Mordfälle genauer gesagt, die sich tatsächlich irgendwo ereignet haben und über Mordfälle, die schlussendlich auch wirklich gelöst werden konnten. Wir sprechen mit den damaligen Ermittlern, den Kommissaren also, die es geschafft haben, die Mörder zur Strecke zu bringen. Das sind oft stundenlange Interviews, da wird uns sehr viel erzählt, es wird uns Akteneinsicht gewährt, so heißt das. Wir dürfen also schauen, wie damals tatsächlich ermittelt wurde. Wir haben die Tatortfotos vorliegen, wir sehen, was tatsächlich passiert ist. Das können wir euch heute natürlich nicht zeigen, aber das ist Teil unseres Buchs. Ja, und im Mittelpunkt stehen bei uns nicht Täter und nicht Opfer, sondern tatsächlich die Kommissare, die es geschafft haben, die Mörder irgendwann zur Strecke zu bringen, David. Ja, genau. In den Gesprächen offenbaren uns die Kommissare oft einen sehr emotionalen, fast intimen Einblick in ihre Ermittlungsarbeit und zeigen uns, mit welchen Tricks sie schlussendlich dann doch die Täter überführen. Und in der ersten Ausgabe unseres Podcasts geht es um einen Mordfall, der sich in den 80er Jahren in Frankfurt am Main ereignet hat. Damals wurde eine 16-jährige Schülerin brutal ermordet. Der Täter aber konnte erst viele Jahre später überführt werden. 26 Jahre liegt dieser sogenannte Cold Case ungelöst in den Regalen der Frankfurter Mordkommission. Und der Mann, der maßgeblich an der Lösung dieses Falls beteiligt war, wird mit uns nachher auch über seine Arbeit sprechen. Aber jetzt springen wir erstmal zurück in die 80er Jahre, in einen kalten Wintertag, als Trixi Scheible auf dem Heimweg von einem Diskothekenbesuch Opfer eines brutalen Verbrechens wurde. Am 10. Dezember 1981 geht im 14. Frankfurter Polizeirevier ein mysteriöser Anruf ein. Eine männliche Stimme berichtet, dass im Nordwestzentrum, einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt, eine verletzte Frau liege, die Hilfe brauche. Mehr sagt der Unbekannte nicht. Ohne seinen Namen zu nennen, legt er wieder auf. Die Polizeibeamten nehmen den Anruf ernst und schicken eine Streife in das Einkaufszentrum. 2 Polizisten durchsuchen vor Ort die mit hellem Waschbeton verkleideten Gänge, doch sie entdecken nichts. Von einer verletzten Frau, wie sie der unbekannte Anrufer beschrieben hat, fehlt zunächst jede Spur. Am nächsten Tag ist ein Zeitungsausträger auf dem Weg zu seiner Arbeit. Es ist noch dunkel an diesem Dezembermorgen. Seine Tour führt ihn durch das Frankfurter Nordwestzentrum. Ein eisiger Wind weht durch die zugigen Gänge des noch menschenleeren Gebäudekomplexes. Nur die gelblichen Lichter der Laternen erhellen den Weg und werfen diffuse Schatten auf den Asphalt. Als der Zeitungsausträger in einem abgelegenen Gebäudeteil eine Treppe hinaufsteigt, entdeckt er vor sich auf dem Boden liegend die nackte Leiche einer jungen Frau. Mit gespreizten Beinen liegt sie auf dem grauen Asphalt. Das Mädchen wurde offensichtlich erstochen, mit einem Messer mitten ins Herz. Die Polizei sperrt den Fundort weiträumig ab. Spuren werden gesichert. Und schnell wird klar, um wen es sich bei der Toten handelt. Es ist Beatrix Scheible, eine 16-jährige Schülerin aus Frankfurt, die nur wenige Meter vom Einkaufszentrum entfernt zu Hause ist. Die Ermittler der Mordkommission, zu denen auch der junge Beamte Siegfried Manoch gehört, beginnen noch an diesem Morgen mit ihrer Arbeit. Manoch rekonstruiert die letzten Stunden im Leben der Schülerin. Beatrix, die von ihren Freunden Trixi genannt wird, war am Abend des 10. Dezember mit ihrer Clique unterwegs. Ihr Weg führte sie zunächst in eine Bar auf der Eschenheimer Landstraße. Gegen 21 Uhr, so erinnert sich Manoch, beschließen die Freunde weiterzuziehen. Ihr Ziel ist eine nahegelegene Diskothek, die man von der Bar aus zu Fuß erreichen kann. Hier tanzen und amüsieren sich die Jugendlichen, bis sie gegen 23 Uhr erneut weiterziehen wollen.
Sie entschließen sich, mit der U-Bahn der Linie U1 in Richtung Innenstadt zu fahren. Die Haltestelle Zeilweg ist nur wenige hundert Meter von der Diskothek entfernt. In der Bahn unterhalten sich die jungen Leute, machen Späße, lachen und überlegen gemeinsam, wo sie den Abend nun ausklingen lassen könnten. Die Strecke der Linie U1 führt vom Zeilweg aus auch durch das Frankfurter Nordwestzentrum. Irgendwann muss Trixi auf die Uhr geschaut haben. Sie trifft eine für alle überraschende und folgenschwere Entscheidung. Mit ihren Eltern hat die Schülerin vereinbart, um Mitternacht zu Hause zu sein. Der Besuch in der nächsten Kneipe hätte sicher länger gedauert, deshalb beschließt die 16-Jährige, sich von der Gruppe zu trennen und den Heimweg anzutreten. Mittlerweile ist es 23.20 Uhr, als Trixi sich von ihren Freunden verabschiedet und an der Haltestelle Nordwestzentrum aussteigt. Niemand ahnt, dass dieser Abschied ein Abschied für immer sein soll. Von der U-Bahn-Haltestelle sind es zu Fuß nur wenige Minuten bis zur Wohnung ihrer Eltern. Eine Strecke, die Trixi schon etliche Male gegangen ist. Die Ermittler um Kommissar Siegfried Manoch können bei der Rekonstruktion der letzten Minuten im Leben der 16-Jährigen nicht mehr zweifelsfrei feststellen, welchen Weg die Schülerin genommen hat. Sicher ist aber, Trixi hätte nur noch wenige hundert Meter durch das Einkaufszentrum hindurch über den Braunheimer Steg gehen müssen, eine Fußgängerbrücke, die zu ihrem Elternhaus führt. Doch dort kommt sie nie an. Auf einer Treppe, die zu einer Empore führt, trifft Trixi vermutlich ihren Mörder. Ob sie bis dahin von ihm verfolgt wurde oder ob sie ihm erst hier begegnet ist, kann rückwirkend nicht geklärt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte sie gezwungen hat, die Treppenstufen hinaufzusteigen. Die Empore ist zu dieser Zeit menschenleer, das muss der Mörder gewusst haben. Hier ist er mit seinem Opfer ungestört. Er tötet die Schülerin und vergewaltigt sie. Bei einer Untersuchung in der Gerichtsmedizin werden am Körper und an der Kleidung des Mädchens massive Spermaspuren entdeckt. Die Pathologen gehen davon aus, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Mörder stammen. Doch im Jahr 1981 gibt es noch keine DNA-Erkennung. Die Ermittler können anhand des Spermas lediglich die Blutgruppe des Täters herausfinden. Es handelt sich um die Blutgruppe A-positiv. Eine Blutgruppe, die bei rund 40% aller Männer in Deutschland vorkommt. Noch am selben Tag beginnt die Mordkommission 1 damit, Zeugen zu befragen. Dazu gehören neben den Freunden der 16-jährigen Schülerin auch ihre Eltern. Im Gespräch mit den Ermittlern finden sie keine plausible Erklärung für das Verbrechen an ihrer Tochter. Weder gibt es Streitigkeiten, noch hat Trixi Feinde. Und dann, am Ende des Gesprächs, fällt der Mutter doch noch etwas ein. Es geht um Trixis älteren Bruder. 14 Jahre vor dem Mord soll dieser eine Auseinandersetzung mit einem anderen Jungen gehabt haben. Damals war Trixis Bruder 8 Jahre alt. Er hatte in der Schule Probleme mit einem 11-Jährigen. Auf dem Schulweg soll es einmal sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Eine Aussage, so Mordermittler Siegfried Manoch, die für die Ermittlungen zunächst keine Rolle zu spielen schien. Danach wird die Aussage der Mutter notiert und auch der Name des damaligen Schülers findet den Weg in die Akten. Es handelt sich um einen gewissen Jürgen E. Im Rahmen der Ermittlungen will die Polizei nichts unversucht lassen und so wird auch er befragt. Nur 7 Tage später sitzt der inzwischen 27-Jährige in den Räumen der Mordkommission. Doch Jürgen E., der zum Tatzeitpunkt noch bei seiner Mutter wohnt, gibt an, den Abend mit ihr gemeinsam vor dem Fernseher verbracht zu haben. Als die Aussage von seiner Mutter bestätigt wird, gerät Jürgen E. wieder aus dem Fokus der Ermittler. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Die Befragungen, die Spuren am Tatort, der mysteriöse Anruf aus der Telefonzelle. Nichts bringt die Beamten weiter. Und so wird der Fall schrittweise heruntergefahren. Am Ende ist nur noch Manoch für den Fall zuständig. Das Schicksal der 16-jährigen Schülerin lässt den Ermittler nicht mehr los. Jedes Mal, wenn in Deutschland ein Mord geschieht, der jenem von Trixi Scheible ähnelt,
holt Manoch die Akte aus dem Schrank und sucht nach Gemeinsamkeiten. Allerdings ohne Erfolg. Manoch will jedoch nichts unversucht lassen. Jahrelang kehrt er am 11. Dezember, dem Jahrestag von Trixis Ermordung, an den Tatort zurück. Der Kommissar weiß, dass es viele Täter an den Ort des Verbrechens zurückzieht, wenn sich die Tat jährt. Manoch wartet. Stunde um Stunde. Doch niemand kommt. Es vergehen 19 Jahre, bis die Methoden der DNA-Analyse so weit fortgeschritten sind, dass Verbrechen mit ihrer Hilfe gelöst werden können. In Hessen ist das Landeskriminalamt in Wiesbaden für die DNA-Analyse der Polizei zuständig und mit Dr. Harald Schneider steht hier ein Mann an der Spitze, der die Analysemethode und deren Weiterentwicklung von Beginn an vorantreibt. Schneider gilt als Experte auf dem Gebiet der DNA. Bis heute hat er mehr als 500 Morde in ganz Deutschland aufklären können. Ein Biologe mit kriminalistischem Spürsinn, der gerufen wird, wenn Fälle unlösbar erscheinen. Denn er kann Spuren sichtbar machen, an die zuvor niemand gedacht hat. Im Jahr 2000 erhalten alle hessischen Mordkommissionen Post des Landeskriminalamts in Wiesbaden. Es ist ein Brief von Dr. Harald Schneider, in dem die Ermittler gebeten werden, alle offenen, ungelösten Fälle, sogenannte Cold Cases, mit Blick auf die DNA-Analyse zu überprüfen. Kommissar Manoch zögert nicht und holt die Akte zum Mordfall Trixi Scheibler aus seinem Schreibtisch hervor. Er will den Fall endlich lösen und setzt sich mit Schneider in Verbindung. Der DNA-Experte willigt ein, den Mord anhand der neuen Analysemethoden zu untersuchen. Zunächst schickt Manoch sämtliches Bildmaterial vom damaligen Tatort an das Landeskriminalamt. Und es dauert nur wenige Tage, da klingelt im Büro des Mordermittlers das Telefon. Das Gespräch mit Harald Schneider weckt in Manoch neue Hoffnung, den Mord an Trixi endlich aufklären zu können. Schneider ist nach der Begutachtung des Bildmaterials davon überzeugt, auch nach so vielen Jahren noch DNA finden zu können. Doch ist die Kleidung, die Trixi damals getragen hat, überhaupt noch in den Räumen der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu finden? Manoch macht sich auf die Suche. Tatsächlich wird er in der Asservatenkammer der Frankfurter Staatsanwaltschaft fündig. Hier lagern sämtliche Kleidungsstücke in einem Karton. Zudem wurden zusätzlich einige Schamhaare des Opfers asserviert. Harald Schneider nimmt die Kleidung im Landeskriminalamt unter die Lupe und findet an der Jeans zwei DNA-Spuren. Doch schnell wird klar, die Spuren an Trixis Hose stammen von ihrem damaligen Freund. Eine sogenannte legale Spur, die nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Wieder wird Manoch enttäuscht. Weitere 5 Jahre sind vergangen, als sich Harald Schneider erneut bei Manoch meldet. Abermals hat die technische Entwicklung einen entscheidenden Fortschritt gemacht. Für die Spezialisten ist es nun möglich, nach mikroskopisch kleinen Teilen, den sogenannten Mikrospuren, zu suchen. Dabei handelt es sich um Hautschuppen, Haarpartikel oder Anhaftungen von Körperflüssigkeiten, die möglicherweise vom Täter stammen könnten und aus denen nun eine DNA generiert werden kann. Ein weiteres Mal liegt die Kleidung auf dem Labortisch des Landeskriminalamts. Millimeter für Millimeter wird sie abgesucht. Auch die Schamhaare von Trixi werden analysiert. Unter dem Mikroskop erkennen die Spezialisten eine winzige Stelle, an der die Schamhaare miteinander verklebt sind. Schneider ist davon überzeugt, dass es sich um Spuren von Körperflüssigkeiten des Mörders handeln muss. Und tatsächlich gelingt es den Experten, eine DNA zu generieren. Es ist die DNA einer unbekannten, männlichen Person. Das Team um Siegfried Manoch, der inzwischen zum Leiter der Frankfurter Mordkommission aufgestiegen ist, rollt den Fall um die Ermordung Trixi Scheibles wieder auf. Sämtliche Namen, die während der vergangenen Ermittlungen in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben, werden von den Kollegen überprüft. Darunter ist auch der Name Jürgen E. zu finden. Doch für die Mordnacht hatte der damals 27-Jährige ein Alibi. Er
und viele weitere werden nun aufgefordert, eine Vergleichsprobe abzugeben. Diese wird von Harald Schneider im Labor analysiert. Und dann ein Treffer. Die fremde DNA-Spur, die anhand der Rückstände an Trixis Schamhaaren generiert wurde, passt zu der Vergleichsprobe von Jürgen E. Fast 26 Jahre nach der Tat, am 14. Juni 2006, wird Jürgen E. in seiner Wohnung festgenommen und ins Präsidium gebracht. In der Vernehmung gibt er zu, in der Mordnacht im Nordwestzentrum unterwegs gewesen zu sein. Unterwegs mit dem Vorsatz, eine Frau vergewaltigen zu wollen. Mit einem Messer in der Hand zieht er durch das spärlich beleuchtete Einkaufszentrum. An einer Treppe begegnet ihm die 16-jährige Schülerin Trixi Scheible. In diesem Moment, so schildert es Jürgen E. im Verhör, sei ihm klar gewesen, dass er das Mädchen vergewaltigen müsse. Er habe Trixi unter Vorhalt des Messers die Treppe hinaufgezwungen. Den Mord bestreitet er jedoch. Vielmehr sei die junge Frau die Treppe rückwärts hinaufgegangen. Dabei sei sie gestolpert und in sein Messer gefallen. Danach habe er das blutende Mädchen die Treppe hochgetragen, entkleidet und sich schließlich an ihr vergangen. Gemeinsam mit Jürgen E. rekonstruieren die Ermittler um Kommissar Manoch das im Verhör geschilderte Szenario. Gutachter werden eingeschaltet. Am Ende sind sich die Beamten sicher, es kann kein Unfall gewesen sein. Vielmehr habe Jürgen E. die 16-jährige Schülerin mit dem Messer bedroht und sie gezwungen, die Treppe hinaufzusteigen. An der Empore angekommen, muss das Mädchen um Hilfe geschrien haben. Das belegen Zeugenaussagen einer Familie, die auf dem Nachhauseweg Schreie gehört haben will. Schreie, die plötzlich abreißen. Auch dafür finden die Ermittler eine Erklärung. Um weitere Schreie von Trixi zu verhindern, hält Jürgen E. der Schülerin mit der einen Hand den Mund zu, mit der anderen Hand sticht er in ihr Herz. Der Stich führt zur sofortigen Bewusstlosigkeit und zum Sekundentod. Danach vergewaltigt Jürgen E. das am Boden liegende Mädchen und flüchtet. Auf dem Weg nach Hause kommt Jürgen E. an einer Telefonzelle vorbei. Er wählt die Nummer des Notrufs und berichtet den Beamten von einem verletzten Mädchen, das im Nordwestzentrum liege. Doch da ist Trixi schon lange tot. Jürgen E., der Mörder von Trixi Scheible, hat in seinen Vernehmungen 8 weitere Vergewaltigungen zugegeben. Aus Sicht der Mordermittler handelt es sich um einen brandgefährlichen Mann. Jürgen E. wird von den Richtern des Landgerichts Frankfurt zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Mord an Trixi Scheible, ein Fall, der David und mich auch sehr bewegt hat. Nicht nur, weil es unser allererster Film fürs ZDF war, es ist auch das Schicksal der Schülerin, die ja nur wenige Meter vor einer Fußgängerbrücke war und eigentlich schon gleich zu Hause und dann auf ihren Mörder traf. Ja, und einer der Ermittler, die den Mörder damals zu Fall gebracht haben, der ist jetzt bei uns. Dr. Harald Schneider vom Hessischen Landeskriminalamt. Schön, dass Sie da sind. Ja, freue mich auch. Ein bewegendes Schicksal, das der Schülerin Trixi Scheible. War denn der Fall auch für Sie damals etwas Besonderes? Ja, der Fall Trixi Scheible war natürlich etwas Besonderes, weil mit unserer Technologie sagen wir dazu beizutragen, dass Fälle wieder neu aufgeworfen werden, dass wieder neue Fragen gestellt werden, dass neue Spuren untersucht werden können und dass wir mit diesen Spurenuntersuchungen auch beweiskräftige Befunde liefern können, das ist natürlich was Besonderes, auf jeden Fall. Genau, diese Mikrospuren, die haben Sie auch gefunden bei Trixi Scheible an den Schamhaaren, haben wir gerade gehört. Im Buch kann man es auch schön sehen in der Petrischale, aber wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie das damals gemacht und wo wurden die eigentlich genau gefunden, diese Spuren? Naja, es ist ja grundsätzlich so, wenn wir so einen Altfall bearbeiten, dass wir natürlich die ganzen Spurenträger, die noch vorhanden sind, es sind nicht immer alle vorhanden, viele Sachen sind verbraucht worden, sind nicht mehr auffindbar, aber die, die noch auffindbar sind, die werden von uns natürlich akribisch natürlich dokumentiert im Labor. Es werden Fotos gemacht und dabei ist auch aufgefallen, dass neben den Kleidungsstücken des Opfers auch unter anderem noch eine Schamhaarprobe vorhanden war. Und jetzt muss man wissen, im Hintergrund,
Kopf muss man sich eine Tathypothese vorstellen. Und die Tathypothese war natürlich, dass ein Sexualdelikt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit hier eine Rolle spielt. Das hatten die rechtsmedizinischen Befunde wohl auch festgestellt, dass das Opfer möglicherweise im Sterben oder postmortal noch vergewaltigt worden ist. Und dann kann man natürlich schon mal auf die Idee kommen, dass möglicherweise an der Schambehaarung vielleicht auch Sekretspuren, die man damals 1981 natürlich nicht analysieren konnte, auch überhaupt nicht gesehen hat, weil unsere Spuren sind mikroskopisch klein, die man also nur im Mikroskop noch wirklich sichtbar machen kann. Und wir sind dann irgendwann, also man kann kaum noch nachvollziehen, warum wir das gemacht haben. Wir haben uns diese Schamhaarproben angeguckt und haben gesehen, dass die Haare miteinander verklebt waren. Und das war so wenig Material, dass wir noch nicht mal mehr einen Nachweis führen konnten, um was für ein Sekret es sich handelt. Wir wussten nur, es musste eine sekretartige Antragung sein. Die Haare waren miteinander verklebt. Und bei einem Sexualdelikt kann man natürlich davon ausgehen, dass es dann eine tatrelevante Spur ist. Weil, stellen Sie sich einfach vor, diese Spur muss angetragen worden sein nach dem letzten Duschen. Wir wissen, dass die Trixie abends in der Diskothek war. Also gehen wir mal davon aus, dass sie abends, bevor sie gegangen ist, geduscht war. Also müssen die Spuren nachträglich angetragen worden sein. Und deshalb waren wir ziemlich sicher, dass wir hier eine tatrelevante Spur haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Schamhaare wurden damals ja genommen, also man hatte die ja aufgehoben, asserviert heißt das, so viele Jahre vor der DNA-Technik im Grunde. Da hat ja noch keiner an Sie gedacht, noch niemand an Mikrospuren gedacht. Warum hat man das damals gemacht? Ja gut, die Kriminaltechnik steckte damals eigentlich noch, zumindest im Bereich der Serologie, der klassischen Biologie, noch in Kinderschuhen. Man hat das damals gemacht, um möglicherweise Haarvergleichsuntersuchungen machen zu können. Also die Annahme war, dass man zeitnah zur Tat einen Täter ermittelt, bei dem Täter möglicherweise in seiner Unterwäsche, an seiner Kleidung Haare findet, unter anderem auch Schamhaare. Und dann könnte man diese Schamhaare, die sich von den Kopfhaaren morphologisch unterscheiden, könnte man in einem Direktvergleich, also Mikroskop-Direktvergleich, könnte man die eindeutig dieser Person zuordnen. Wir wissen heute, mit dem Wissen, was wir heute 30 Jahre später haben, dass natürlich diese Spuren überhaupt nicht relevant sind, dass diese Spuren in der Regel auch sich nicht so vergleichen lassen. Also man kann eine Schamhaarprobe nicht miteinander direkt vergleichen und auch nicht direkt zuordnen. Und deshalb, diese Untersuchungsmethoden waren damals noch sehr grob, würde ich mal sagen, und ja, auch in vielen Fällen halt auch falsch. Ist ja ein großes Glück für Sie, dass die überhaupt aufgehoben wurden. Man hätte ja auch sagen können, wir haben niemanden gefunden, es gibt nichts, wir werfen das weg oder wir nehmen die Proben erst überhaupt nicht. Profitieren Sie heute von, oder? Ja, da profitieren wir von. Und das ist dann häufig auch Glückssache, ob diese Sachen noch aufgehoben worden sind und vielleicht nicht vernichtet worden sind. Vielleicht ist irgendjemand beim Aufräumen der Asservatenräume, weil man halt zu wenig Platz hat, auf die Idee gekommen, ach, Schamhaarprobe braucht man nicht, vergleich mal, da liegt der von dem Opfer vor und wirft das weg zum Beispiel. Das ist Gott sei Dank in diesem Fall nicht passiert. Jetzt klingt das, Mikrospuren sehr, sehr klein. Sie haben es gesagt, mit bloßem Auge kann man die auch gar nicht erkennen. Wie muss man sich die Arbeit im Labor denn vorstellen? Nehmen wir mal an, es ist ein großes Kleidungsstück. In dem Fall gab es ja auch eine Hose bei Trixie Scheible, die zwar später keine Rolle gespielt hat für den Täter, aber Sie haben sie trotzdem untersucht. Das ist ja so ähnlich, als würden Sie wahrscheinlich eine Stecknadel auf einem Fußballfeld suchen, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist immer das Beispiel, was ich nehme, als wenn Sie suchen eine Stecknadel auf einem Fußballfeld. Genauso ist es. Von der Größe passt das auch ganz gut, von den Größenverhältnissen her. In dem Fall war es so, dass wir natürlich die Kleidung des Opfers noch hatten, unter anderem ihre Jeanshose. Das Opfer ist vom Täter entkleidet worden, deshalb sind wir davon ausgegangen, dass möglicherweise auch an ihrer Jeanshose tatrelevante Spuren vorhanden sein müssten. Und wir waren damals ganz euphorisch, weil wir natürlich bei der ersten Untersuchung dieser Jeanshose des Opfers eindeutige Spermaspuren nachgewiesen haben, die wir dann aber hinterher nach dem Vergleich mit legalen Spurenlegern, mit ihrem Freund, mit ihren Familienangehörigen, konnten wir diese ganzen Spuren, die wir an der Hose festgestellt haben, Fremdspuren, legalen Spurenlegern zuordnen. Also sie hatten nichts mit unserer Tat zu tun. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss irgendwo auf dem Fußballfeld eine Stecknadel suchen, da bin ich ja wochenlang beschäftigt. Wie ist denn das bei Ihnen im Labor? Na gut, haben ja eine Arbeitshypothese, wie die Tat begangen worden ist. Wir wissen in dem Fall oder wussten in dem Fall, das Opfer ist entkleidet worden. Also sucht man natürlich Spuren natürlich im oberen Bundbereich der Hose am ehesten. Ja, das ist immer da, Sie stellen eine Hypothese auf und sagen, wo ist denn am wahrscheinlichsten mit einer Fremdspur, mit einer in Anführungsstrichen Täterspur zu rechnen. Und das war natürlich im oberen Teil der Hose. Und deshalb haben wir natürlich da gezielt gesucht. Und so gehen sie halt Schritt für Schritt vor. Das heißt, sie werden immer kleinteiliger natürlich. Aber in vielen Fällen suchen wir auch an den ganz komplett falschen Stellen. Und dann suchen wir natürlich erfolglos. Wenn Sie jetzt sagen, Sie machen das also nicht alleine. Sie haben vermutlich ein großes Team da im Landeskriminalamt. Ne? Ein ganz tolles Team im LKA. Das sind überwiegend technische Assistentinnen, die mich unterstützen und die auch ein richtiges Gespür dafür entwickelt haben, wo sie denn zu suchen haben. Das heißt, wir haben bei der Altfallbearbeitung natürlich jetzt über Jahrzehnte halt Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen nutzen wir natürlich auch. Ja. Das sind ganz viele, sagen wir mal, Fälle, wo wir
immer mal wieder was Neues erfahren und sagen, Mensch, das haben wir noch nie gesehen. Und das nutzen wir dann wieder in den Folgefällen und können das wieder einsetzen und können unsere Erfahrungswerte mit einbringen. Wie viele Leute sind da um Sie rum im Landeskriminalamt? Gut, meine Arbeitsgruppe sind ungefähr 60 Personen. Davon ein Großteil sind Molekularbiologen, sind Sachverständige, aber auch ein anderer großer Teil sind technische Assistentinnen. Das sind in der Regel biologisch-technische Assistentin oder medizinisch-technische Assistentin, die aber nochmal eine Spezialausbildung machen im LKA, im Bereich der Mikrospurenpräparation, im Bereich der DNA-Analytik, im Bereich der Analyse. Also die müssen noch praktisch alles nochmal neu lernen. Mhm. Also ihre Ausbildung ist dafür nicht spezifisch genug und müssen hier im Prinzip nochmal eine komplett neue Ausbildung machen. Und wir haben Mitarbeiterinnen, die sind schon teilweise auch 10, 20, 30 Jahre bei uns im Amt. Also die haben natürlich jahrzehntelange Erfahrung und helfen uns natürlich auch dabei. Klar. Wenn wir jetzt zu Trixie zurückgehen, zu den Schamhaaren und zu den Sekretspuren, die Sie gefunden haben an den Schamhaaren, dann ist das ja nun wahrscheinlich nicht so, dass Sie auf diesen Spuren schon irgendeine DNA erkennen können oder dass da irgendwie das Gesicht des Mörders schon entgegenstrahlt, sondern vermutlich muss die ja irgendwie extrahiert werden, denke ich. Wie machen Sie das? Ja, Sie sagen das Gesicht des Mörders. Denken Sie bitte dran, alles das, was wir an Fremdspuren finden oder an DNA-Spuren finden, diesen Spuren können wir nicht ansehen, ob sie vom Täter stammen oder ob sie legaler Natur sind zum Beispiel. Deshalb identifizieren wir eigentlich keine Täter, sondern wir identifizieren ausschließlich Spurenverursacher. Aber wie machen wir das? Das heißt, wir sehen eine biologische Spur. Dann ist es natürlich für uns wichtig, zunächst erstmal festzustellen, um was für eine biologische Spur handelt es sich. Handelt es sich in der Regel um Sperma, um Vaginalsekret, um Speichel? Oder ist es eine Blutspur? Ja, zum Beispiel. Oder aber wir können es nicht bestimmen. Das sind in der Regel Hautabriebspuren. Das heißt, wenn wir mikroskopisch kleine Hautschuppen finden, dann ist das fast immer Hautabrieb, der abgeschiefert wird, wenn Sie einen Gegenstand anfassen zum Beispiel. Ja, Sie kennen das mit den klassischen Kopfhautschuppen, wenn die Sie auf einem schwarzen Kleidungsstück halt sehr gut erkennen können. Wenn jemand halt so einen sehr starken Kopfhautschuppenbefall hat, dann sieht man diese Hautschuppen natürlich mit bloßem Auge schon. Aber normalerweise auf Gegenständen finden Sie nicht. Die müssen Sie im mikroskopischen Bild suchen. Wie machen wir das? Dass wir in der Regel solche Spuren auf eine Klebefolie übertragen, überdimensionalen Tesafilmstreifen. Da werden die Spuren übertragen und darauf können wir dann wieder suchen. Da nutzen wir dann wieder ein Mikroskop und können dann gezielt auf diesen Klebefolien nach diesen Mikrospuren suchen. Und dann finden Sie so eine Hautschuppe, sagen wir mal, so eine ganz winzig kleine. Und wie bekommen Sie denn da denn schlussendlich die DNA raus? Also grundsätzlich ist so, eine einzelne Hautschuppe würde uns nichts bringen, sondern das ist ein statistischer Prozess. Wir untersuchen dann meistens hunderte von diesen Hautschuppen. Wir isolieren die dadurch, dass wir sie unter dem Mikroskop präparieren, müssen Sie sich vorstellen, mit einer Mikropinzette, wie Sie sie vielleicht aus dem Haus kennen, aber noch viel feiner, viel spitzer, werden diese einzelnen Hautschuppen aus dieser Trägerfolie rauspräpariert, werden in ein Reaktionsgefäß überführt und dann habe ich erstmal mein Spurenmaterial in einem Reaktionsgefäß. Zu diesem Reaktionsgefäß gebe ich dann so eine Art Waschlösung. Das müssen Sie sich vorstellen wie eine Mikrowaschmaschine. In der Waschmaschine zu Hause geben sie auch ein Waschmittel dazu. Klar. Und in dem Waschmittel sind Enzyme drin. Und genau das passiert hier auch. Diese Enzyme, die wir dazugeben, schließen dieses Zellmaterial auf und damit wird die DNA freigesetzt. Die DNA befindet sich in den Zellen drin und wir können diese DNA dann präparieren und auf dem DNA-Molekül können wir dann wieder DNA-Merkmale bestimmen. Das passiert über einen mehrzykligen Prozess. Wir sagen da eine PCR-Reaktion zu. Aber das ist eigentlich nicht entscheidend, sondern wir sind in der Lage, diese DNA sichtbar zu machen, beziehungsweise bestimmte Merkmale, auch die unverwechselbar sind für ein Individuum, auf der DNA sichtbar zu machen und damit halt dann vielleicht Personen zu vergleichen oder andere Spuren mit zu vergleichen. Das ist heute technischer Standard. Und wenn Sie die DNA jetzt extrahiert haben, Sie haben die jetzt also vorliegen, auch die Merkmale, dann heißt das ja aber noch lange nicht, dass Sie wissen, zu wem diese DNA gehört. Was sind denn dann die nächsten Schritte? Wie war es denn in dem Fall von Trixie Scheible? Gut, im Fall von Trixie Scheible war es so, dass man natürlich erstmal alle Personen aus dem persönlichen Umfeld abgetestet hat und hat versucht, von diesen Personen Vergleichsproben zu bekommen. Das sind in der Regel Speichelproben. Mit diesen Speichelproben wird dann genau das Gleiche gemacht, was wir auch mit unseren Spuren machen. Das heißt, wir extrahieren die DNA, wir bestimmen die Merkmale, stellen sich die Merkmale vor wie einen langen Zahlencode, ja, der individuell ist für diese Person. Und wir vergleichen dann einfach Spurenmaterial mit Vergleichsmaterial. Und wir konnten über diese Vergleichsuntersuchung feststellen, dass die Spuren, die wir zum Beispiel an der Hose des Opfers gefunden haben, dass die legaler Natur waren. Das heißt, sie sind von Personen angetragen worden, die legalen Zugang zum Opfer hatten. Das heißt, sie sind nicht tatrelevant gewesen. Und dann hatten wir halt noch an unserer Schamhaarprobe eine Spur, die wir bisher keiner Person zuordnen können. Also alle Personen aus dem Umfeld des Opfers konnten wir zweifelsfrei als Spurenverursacher ausschließen.
Und dann haben wir diese Information natürlich zurückgespiegelt an die Ermittler. Und die Ermittler haben die alten Akten nochmal neu aufgemacht und haben dann geguckt, Mensch, welche Personen kommen denn noch in Betracht? Welche Personen müssen denn ermittlungsmäßig vielleicht noch abgeglichen werden? Von welchen Personen liegen vielleicht schon DNA-Profile in der Datenbank vor? Und von welchen Personen müsste eventuell noch eine DNA-Probe genommen werden? Und dabei ist man dann halt auch auf eine Person gekommen, die dann hinterher letztendlich zu unserer Spur passte und als Spurenverursacher eindeutig identifiziert werden konnte. Genau, das war der Jürgen E., der sich früher auf dem Schulhof geprügelt hatte mit dem Bruder von Trixi. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt niemanden haben? Also wenn es niemanden gibt, mit dem Sie irgendwas vergleichen könnten. Sie haben jetzt was von einer Datenbank gesagt. Wird das dann irgendwo eingegeben? Sind irgendwo Menschen registriert? Ja, diese Spuren werden in der sogenannten DNA-Analysedatei gespeichert und bleiben da theoretisch unbegrenzt drin. Auch Personen sind in dieser Datenbank gespeichert. Personen müssen aber regelmäßig wieder gelöscht werden, aus datenschutzrechtlichen Überlegungen. Das ist auch richtig so. In Deutschland ist es so, dass in der Regel nach 10 Jahren eine Person aus der Datenbank gelöscht wird, wenn diese Person in der Zwischenzeit keine weiteren Straftaten begangen hat. Okay, und wenn Sie jetzt beispielsweise einen Treffer haben in der Bank oder wenn Sie jetzt den Jürgen E. da überführt hatten mit der Vergleichsprobe, wie ist denn das bei Ihnen im Labor, bei Ihrem Team? Wenn Sie tatsächlich die DNA vom Mörder in den Händen halten, also Sie haben wirklich diesen Täter identifiziert und Sie haben auch noch dann die Person dazu, die jetzt tatsächlich festgenommen und auch angeklagt und später verurteilt werden kann. Knallen da bei Ihnen im Labor die Sektkorken? Ist man da glücklich? Feiert man das oder ist das irgendwie Alltag? Wie muss ich mir das vorstellen? Also es knallen die Sektkorken virtuell. Ich kann Ihnen das so beschreiben. Wir haben das ja öfters in diesen Fällen, auch bei aktuellen Fällen, wenn wir ziemlich sicher sind, dass wir eine tatrelevante Spur haben, die, also wo wir sagen müssen, aufgrund der Spurenlage, aufgrund der Menge an Spur und aufgrund der Qualität der Spur, kann es sich hierbei nur um eine tatrelevante Spur handeln. Wenn wir dann eine Person haben, die zu unserer Spur passt, dann ist das schon ein sehr starkes Gefühl. Also ich weiß, Kolleginnen sagen mir immer, mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Das ist immer so dieser Effekt, wenn man sagt, jetzt haben wir die richtige Person gefunden und jetzt ist es natürlich Aufgabe der Ermittler, das weiter zu verifizieren und Aufgabe des Gerichtes natürlich, das dann aufzuklären und auch ein Urteil zu sprechen. Das ist dann nicht mehr unsere Baustelle, da sind wir dann raus. Aber wir machen eine Steilvorlage und dann muss man gucken, was daraus passiert. Jetzt haben Sie im Jahr 2000, das haben wir vorhin auch gehört, in Hessen sämtliche Polizeien angeschrieben, mit der Bitte einfach mal nach Altfällen zu gucken, nach ungelösten Altfällen, das sind diese Cold Cases eben, so werden die genannt. Was hat sich dann 2000 geändert, dass man da dachte, man hat vielleicht jetzt eine Chance, diese Täter, die schon vor 10, 20 oder 30 Jahren jemanden ermordet haben, doch noch zu bekommen? Na gut, das sind natürlich konkrete Fallbeispiele, die wir untersucht haben, wo wir auch in einem Altfall Ergebnisse bekommen haben und das war eher ein Zufallsprodukt, ja, dass wir gesehen haben, dass diese Spuren auch noch nach Jahrzehnten auswertbar sind und wir wussten vorher schon, dass die DNA ein extrem stabiles Molekül ist. Aber dass es dann aber so stabil ist und dass es ja teilweise über Jahrzehnte auch so stabil ist, dass man es praktisch in der Schublade aufbewahren kann und die DNA sich so gut wie überhaupt nicht verändert. Also die Qualität der DNA sich nicht verändert. Auch die Merkmale verändern sich natürlich nicht. Das war natürlich schon der Gamechanger. Ja, in dem Augenblick sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt so viele ungeklärte Fälle. Hessenweit, aber auch deutschlandweit. Ja, wir machen das ja nicht nur für Hessen, wir machen das ja auch für andere Bundesländer. Und dass es sich wirklich lohnt, also mal diese Altfälle anzugucken. Ja, wie macht man das? Deshalb haben wir ganz gezielt, sind wir an die hessischen Polizeidienststellen gegangen und gesagt, hier bitte in euren Mordkommissariaten, bitte schaut doch mal nach, welche Fälle ihr noch habt und gebt uns die mal zur Information. Dazu müssen wir natürlich spezielle Fragen stellen. Die Fragen sind immer die gleichen. Wir wollen natürlich wissen, erstmal natürlich, was ist passiert, in welchem Umfeld ist es passiert, wie war die Tatbegehungsweise, gab es damals einen konkreten Tatverdacht, gab es Spurenträger, die vielleicht heute noch vorhanden sind, die noch nicht untersucht sind und wenn sie untersucht sind, wo sind sie untersucht worden, mit welchem Ergebnis. Weil wir müssen auch wissen, ob irgendeine Veränderung an dem Spurenmaterial vorgenommen worden ist. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir dann natürlich die Ergebnisse viel besser einschätzen können. Und wenn wir dann diese Fragen alle gestellt haben und die Dienststellen uns die entsprechend qualifiziert beantworten können, dann gebe ich diesem Fall eine gewisse Priorität. Ich kann anhand dieses Fragenkatalogs erkennen, ob es sich wirklich lohnt, da Zeit zu investieren in diesen Fall oder ob es eher weiter ein Cold Case bleibt und wir da erstmal die Finger davon lassen. Und die wichtigsten Spurenträger sind wahrscheinlich die, bei denen Sie davon ausgehen, dass der Täter vermutlich irgendwie mit in Kontakt gekommen ist. Oder wo fangen Sie da an? Je dichter ich die Spuren am Opfer finde, umso wahrscheinlicher ist es, dass es eine tatrelevante Spur ist. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder an seinem Körper natürlich auch DNA-Material trägt aus seinem persönlichen Umfeld. Und das ist
wichtig, dass wir halt aus dem persönlichen Umfeld dann auch Vergleichsmaterial bekommen, damit wir genau diese nicht tatrelevante Spuren von den tatrelevanten Spuren unterscheiden können. Ist das nicht schwer nach so vielen Jahren, wenn der Fall jetzt 30 Jahre zurückliegt? Ich meine, da waren ja Spurensicherer am Ort. Wahrscheinlich nicht so, wie man sie heute kennt in diesen weißen Anzügen, sondern da ist man vermutlich noch ein bisschen lockerer rangegangen, weil man gar nicht wusste, was man da für Spuren möglicherweise legt oder eben auch vernichtet. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn du das wirklich schon erzählt. Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Und wir sehen, dass früher nicht zu Spuren schon vorgegangen worden ist. Aber was mir auch auffällt, ist, dass früher die Tatortarbeit extrem gut dokumentiert wurde. Wir sehen dann über seitenweise Schreibmaschinenschrift eine Beschreibung des Tatorts und der Spurensicherung vor Ort. Da ist jede Person beschriftet, also benannt, die also an der Spurensicherung beteiligt war. Und selbst wenn diese Personen schon gestorben sind, dann haben wir über Verwandte möglicherweise doch noch die Möglichkeit, an DNA-Material zu bekommen und können dann über Verwandtschaftsanalysen rausbekommen, ob diese Person möglicherweise eine Trugspur gelegt hat am Tatort oder am Opfer. Das lässt sich relativ gut noch rekonstruieren und ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die nicht tatrelevanten Spuren von den entscheidenden Spuren unterscheiden können. Ja klar, das klingt für mich jetzt aber so, als wäre das nicht innerhalb von einer Woche erledigt, sondern als würden Sie wirklich lange an so einem Altfall auch möglicherweise sitzen. Wie lange dauert denn das? Also teilweise mehrere Jahre, weil wir auch natürlich das in verschiedenen Abschnitten machen. Das heißt, wir versuchen erstmal im ersten Angriff mal die für uns wahrscheinlichsten Spurenträger zu analysieren. Wenn wir dann kein Ergebnis kriegen, dann kann es auch sein, dass wir so einen Fall, weil wir vielleicht wieder aktuelle Fälle haben, die viel wichtiger sind, dass wir dann diese Fälle, diese Cold Cases dann wieder nochmal zur Seite legen und dann vielleicht nochmal neu überlegen und dann mit einer neuen Strategie. Wenn ich also mit der ersten Strategie oder mit dem ersten, sagen wir mal, Ansatz nicht hinkomme und sehe, finde keine Spur, dann macht es manchmal Sinn, vielleicht mal 2-3 Monate zu warten und wieder neu zu überlegen und mit dieser neuen Überlegung vielleicht eine neue Hypothese zu bilden und diese Hypothese dann wieder zu überprüfen. Und das hat in vielen Fällen schon dazu geführt, dass wir halt dann die entscheidenden Spuren wirklich gefunden haben. Und so war es bei Trixie Scheible im Prinzip auch. Darf aber im Umkehrschluss auch nicht zu lange dauern, denn je älter die Fälle sind, desto unwahrscheinlicher wird es ja wahrscheinlich auch, dass der Täter noch, ich sag mal, am Leben ist. Ja, also das ist das, was wir auch sehen, dass wir in einigen dieser Altfälle zwar den Täter noch identifizieren, den Spurenverursacher noch identifizieren, aber dieser zwischenzeitlich schon verstorben ist oder im Altenheim schon ist und natürlich dann auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ja. Der Fall Trixie Scheible, das war unser erster Podcast anlässlich unseres Buchs Das Prinzip Mord, erschienen im Kölner Emmons Verlag. Ich sage danke, Dr. Harald Schneider. Und wenn Sie wollen, liebe Hörer, dann, wenn ihr wollt, dann schaltet wieder ein. Die zweite Folge ist schon geplant. Ich will nicht zu viel verraten, aber dann geht es um einen Großbrand in einem kleinen Dorf, einen Vermisstenfall und ein Skelett, das den Ermittlern zunächst einige Rätsel aufgibt. Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarnow.